Frohes neues Jahr. Also zumindest, wenn du das Video ja zeitnah nach Veröffentlichung guckst, aber vielleicht ist ja jetzt auch schon Mai oder Juni, dann hoffe ich, hattest du eine gute Zeit im Januar und natürlich auch zwischen den Jahren. Ich dachte mir, ja, erstes Video im neuen Jahr, da möchte ich direkt wieder mal mit einem Tutorial um die Ecke kommen und habe mir überlegt, was mache ich, Grooves, Fills, Technik. Ich habe ja auch eine Umfrage an meine YouTube-Abonnenten gestellt. Da sind sehr interessante Sachen mal rumgekommen, dazu später noch mehr. Ich habe mich jetzt aber kurz und knackig für ein Fill-Tutorial entschieden und zur Feier des Tages gibt es sogar ein frisches paar Sticks im neuen Jahr. Also, los geht's. Vielleicht fragst du dich jetzt, ob ich einen Sockenschuss habe, weil du mich hier kennengelernt hast als glühender Anhänger der Chili Peppers, der Foo Fighters oder auch von Seed und Disco Number One und Dave Matthews Band und ja, all that stuff. Aber ist auch eine total okay Band, will ich jetzt gar nicht irgendwie drauf rumhacken oder so, aber eigentlich hat das Aber-Prinzip mit der Band gar nichts zu tun, sondern die Buchstaben A und B stehen im Grunde genommen für Platzhalter und jetzt in diesem Konzept, wie ich dir das demonstriere, als Platzhalter für eine bestimmte Orchestrierung und das möchte ich dir gerne anhand von zwei Fills mal sozusagen demonstrieren. Und das erste ist wirklich super einfach, das ist die sogenannte Jingle Bells Rhythmik, du hast zwei 16. Noten und eine Achtelnote, das klingt wie folgt. Was ich jetzt mache ist, ich nehme diese drei Schläge und denke mir zwei Orchestrierungsoptionen aus. Das habe ich jetzt quasi schon im Hinterkopf gerade ein bisschen vorbereitet. Die erste Orchestrierung, die ich nehme, also quasi für den Buchstaben A, wäre für mich erster Schlag auf der Snare, zweiter Schlag aufs Hangetom, dritter Schlag aufs Standtom. Und was ich jetzt erstmal mache, ist diese Orchestrierung einüben. Das heißt, ich spiele einen Takt groovy gerade, mache das Tempo ein bisschen runter und spiele immer diese Orchestrierung hintereinander so, ja, dass ich meinen Körper quasi daran gewöhnen kann, wie ich das hier mit dem Bewegungsablauf mache. Im nächsten Schritt suche ich mir jetzt eine Orchestrierung aus für den Buchstaben B und da nehme ich jetzt mal für den ersten Schlag das Standtom, für den zweiten Schlag das Hangetom und für den letzten Schlag die Snare und ich spiele das nochmal in der gleichen Anwendung, heißt ein Takt Groove und dann ja viermal dieses Paket als Fill-Anwendung. Im nächsten und erstmal finalen Schritt ist es jetzt so, dass ich quasi diese beiden Module, das Modul A ist Snare, Hangetom, Standtom, kombiniere mit dem zweiten Modul, mit dem Modul B, Standtom, Hangetom, Snare. Und das mache ich in der Reihenfolge A, B, B, A und daher kommt auch der Name, nämlich das Aber-Prinzip. Ich mache das Tempo nochmal ein bisschen langsamer, gehe jetzt runter auf 60 BPM, damit du wirklich gut den Sound und auch so ein bisschen den Bewegungsablauf nachvollziehen kannst. Three, two,
So viel mal zum ersten Beispiel. Jetzt zum zweiten Beispiel. Gleiches Prinzip. Ich definiere wieder eine Orchestrierung für Modul A und eine Orchestrierung für Modul B und ordne das dann wieder an in der Reihenfolge A, B, B, A. Und das mache ich mit der Hand- und Fußkombination zweimal Bassdrum und dann vier Handschläge rechts, links, rechts, links. Und meine Orchestrierung für die Handschläge ist im Modul A Snare, Snare, Hi-Hat, Hi-Hat und im Modul B Hi-Hat, Hi-Hat, Snare, Snare. Die mache ich jetzt aber erstmal einmal separat vor und gehe auch wieder im Tempo ein ganzes Stück runter, damit du das nachvollziehen kannst. Was ich gerade noch vergessen habe zu erwähnen, ich spiele jetzt gerade nicht mehr 16. Noten, sondern 16. Triolen, heißt also 6 Schläge bzw. auch Bassdrum-Schläge pro Puls. Genau, jetzt fehlt im Grunde genommen nur noch diese Zusammensetzung, das heißt A, B, B, A heißt, sagen wir Bassdrum, Snare, Snare, Hi-Hat, Hi-Hat, Bassdrum, Bassdrum, Hi-Hat, Hi-Hat, Snare, Snare, Bassdrum, Bassdrum, Hi-Hat, Hi-Hat, Snare, Snare, Bassdrum, Bassdrum, Snare, Snare, Hi-Hat, Hi-Hat. I guess, ich denke, ich spiele einfach mal und dann schauen wir mal, was passiert. Und sowas passiert, wenn man spontan während einer Videoaufnahme denkt, ach, weißt du was, ich hau noch eine Hand-Fuß-Kombination rein, so ein bisschen fortgeschrittener, um das noch so ein bisschen zu unterstreichen. Das war vorher nicht geplant und deswegen ist mir neben ABBA zwischendurch auch ein ABAB rausgerutscht. Und natürlich möchte ich jetzt den Hinweis geben, dass nicht nur die Reihenfolge ABBA total toll klingen kann, sondern es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe dazu ein PDF geschrieben, du findest unten in der Videobeschreibung einen Download-Link, da kannst du das PDF runterladen, da gebe ich mit diesen beiden Möglichkeiten, die ich hier in dem Video gezeigt habe, die möglichen Reihenfolgen, das habe ich alles einmal aufgeschrieben, kannst du dann quasi in dem PDF nochmal auschecken und selber mal probieren. Ich wollte mit dem Video so eine kleine Motivation geben im Sinne von, du musst nicht immer neue Fills und neue Grooves lernen, also nicht unbedingt immer neues Repertoire lernen, sondern vielmehr das Repertoire, was du schon drauf hast, ein bisschen tiefer auschecken. Das war jetzt, ich sag mal, auf dem Horizont der Orchestrierung mal eine Idee, wie man das relativ smart machen kann. Da gibt es natürlich noch eine Million Möglichkeiten und dieses Aber-Prinzip kann man natürlich auch mit rhythmischen Bausteinen benutzen. Dazu dann aber in einem späteren Video etwas mehr. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit beim Gucken und konntest ein bisschen Inspiration sammeln und bist motiviert jetzt in den Proberaum zu gehen und mal ein bisschen was davon auszuprobieren. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Wenn du Fragen hast zu dem Video, gerne unten einen Kommentar hinterlassen und wenn du mehr Input von mir haben möchtest, abonniere gerne meinen YouTube-Kanal. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren des ABBA-Konzeptes und würde sagen, wir sehen uns nächste Woche im nächsten Video. Bis dahin, ciao!